Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der Dienstag nach Ostern. Ich hoffe, ihr habt Ostern schön gefeiert alleine, so wie wir. Ja, das war das langweiligste Osterfest, das wir je hatten. Aber die Kinder konnten zum Glück wenigstens in den Garten Körbchen suchen und es hat nicht geregnet, wenigstens das. Und ja, jetzt haben wir uns entschieden, dass wir kurz zur Drogerie Müller fahren, denn wir brauchen ja noch die Schere für die Haare. Meine ist nämlich, ja, die ist schon, glaube ich, über 10 Jahre alt und die schneidet nicht mehr richtig. Deswegen brauchen wir eine neue Schere. Ich muss nämlich Lukas noch die Haare schneiden und dem Roy auch, da ich nicht glaube, dass die Friseure in den nächsten 2 Wochen aufmachen. Deswegen muss ich auch Roy die Haare schneiden heute. Und ich habe gestern Lukas schon überredet und habe ihn die Seiten schon rasiert gehabt. Habe ich ja bei Instagram schon gezeigt. Ja, aber oben drauf hat er noch eine Matte. Ich zeige es euch später mal. Sieht lustig aus auf jeden Fall. Wie so ein Topfschnitt. Ja, dann fahren wir zu Müller und hoffen, dass die eine Schere haben, dass ich dann weitermachen kann heute. Irgendwie konnten wir beide heute Nacht nicht schlafen. Das war irgendwie komisch. Wir haben die ganze Zeit Geräusche gehört, Roy ist dann aufgestanden, konnte dann nicht mehr weiterschlafen. Dann ist er Punkt um 8 zum Aldi gefahren, wollte ein paar Sachen besorgen. Die zeige ich euch mal ich weiß nicht, ob er die Zeitung jetzt weggeschmissen hat. Ja, auf jeden Fall gab es da so Tops mit Schlüpfern und ja, total schön rosa und blau. Aber leider hatte das Aldi nicht, also vielleicht Lieferschwierigkeiten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er Erdbeeren besorgt und Spargel und frische Brötchen zum Frühstück. Ja, morgen ist ja Mittwoch und morgen wird ja entschieden, wie es weitergeht in der Virenkrise hier in Deutschland. Ich bin mega, mega gespannt, ob die Schule wirklich anfängt nächste Woche oder ob sich das weiterzieht bis zu den Sommerferien, weil es haben auch schon viele gesagt. Ich bin mega gespannt, ihr bestimmt auch. Ja, auf jeden Fall kann es so nicht mehr weitergehen, weil uns fällt die Decke auf den Kopf, den Kindern fällt die Decke auf den Kopf. Und es ist einfach nicht mehr schön. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Mal gucken, was heute so passiert. So, Spielmaschine ist fertig. Perfekt. Aber ist irgendwie nicht sauber geworden, sehe ich gerade. Nee. Wisst ihr was? Wir haben doch diese Tabs bei DM letztens gekauft, ne? Diese Tabs hier. Die lösen sich nicht auf, obwohl ich die höchste Gradzahl nehme. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich andere Tabs nehmen, weil das ist alles dreckig, sehe ich. Alles dreckig. Super. Hier ist übrigens das, was Roy heute beim Aldi ergattert hat. Oh, Joghurt muss in den Kühlschrank. Ups. Spargel, so ein Riesenpott Blaubeeren und 3x Erdbeeren. Die sehen richtig schön aus. Puh, ist ja richtig kalt heute. Ja. Gestern, vorgestern war es 29 Grad. Und jetzt ist es 29 über 3. Ja doch. Es waren 40 Grad. Und viele haben schon einen Pool aufgestellt. Ja, haben es wieder abgebaut. Komm, mach mit Atze. So, wir sind jetzt bei Müller und ich muss sagen, es ist echt viel los hier. Und wir suchen jetzt was für, ich bin so außer Puste, das ist mir so peinlich. Das hört sich so komisch an im Video. Für die Platten zum Schrubben, was die Zuschauerin mir gerade geschickt hat. Weißt du, was ich meine? Diesen, wie heißt denn das Teil? Mensch. Fällt mir jetzt nicht ein. Ich gucke, dann weiß ich. Hier sind doch Haushalt. Oder? Nee. Duft. Bist du? Ach, hier, Schatz. Hier. Wo ist das Teil? Ah, genau. Wie kostet das hier? 1,99 €. Danke nochmal für den Tipp. Genau, jetzt fällt es uns wieder ein. Wir brauchen Tabs für die Spülmaschine. Und diesmal gescheite. So Mat ist immer gut, ja. Aber guck mal, das hat, glaube ich, jemand da dazu gestellt. Das sind, glaube ich, andere, oder? Nee. Preis. Achso, es ist grün und das andere ist gelb. Verschiedene Geschmäcker, also Gerüche. Ja, falls du dran lecken willst, ja. Dann nimm doch Zitrone, Limette. Das Grüne. Kraftvolle Reinigung. Hoffentlich sind die gut. Ja, oh sorry. Echt. Das war nur meine Tasche. Ja. Brauchen wir noch Spülmittel? Ich glaube, du hast das letzte aufgemacht, oder? Ja. Na guck mal, das ist das in der neue in der Werbung, ja, aber das ist voll teuer. Guck mal, Palmolive, so, da. Aber nee, das riecht nicht so schön. Das soll ja nicht riechen. Guck mal hier unten für 70 Cent, das reicht doch. Linky. Ja. So, Weichspüler brauchen wir auch. Lass mal riechen, das oder das? Ich rieche. Ja, riech mal.
Aber nicht Nase reinstecken, sonst gibt's Ärger. So, hier brauche ich auch noch was. Oh, welche waren das jetzt? Ich glaube, so, Rasierer brauchen wir auch. Da sind die günstigen für 65 Cent da unten. Schutz. Glück dich mal. Genau. Ja. Perfekt. Das gibt's doch nicht. Sind überall die Scheren ausverkauft? Hier gibt's nur die. So, wir haben alles außer die Schere. Das Wichtigste. So, wir waren jetzt noch beim DM. Da gab es die Scheren, aber die waren alle ausverkauft, ist ja klar. Jeder kauft jetzt Scheren. Und deswegen bestellen wir jetzt heute eine online. Ja, müssten die Jungs halt warten, ne? Und Lukas muss halt mit dieser komischen Frisur noch aushalten. Ist halt sowieso nur zu Hause, also von dem her. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir bei McDonald's was eine Kleinigkeit holen. Wir haben es nicht beschlossen, sondern. Ja, ich. Scheiße. Da muss ich nicht. Gleich kochen und dann koche ich nach halt links, nach rechts. Heute Abend. Ups. So, wir sind noch ganz kurz bei Aldi, weil wir brauchen ein paar Sachen. Ja, das nehmen wir mit. Hier gibt es das bei dem anderen Aldi. Ja. Das Ding brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Schlüppo brauche ich nicht. Gut, dass die extra sind, weil wegen den Größen. Okay. Mhm. Okay, so da ist unser Wagen. Wir haben Cornflakes, Honig. Kinder. Jetzt gucken wir mal hier, ob Spargel gibt, oder? Schauen wir mal hier. Ist komisch, was ist das? Ja, der Aldi ist besser, siehst du. Das hat mich schon weiter weg. Hier gibt's Spargel. Wie schön. Ja. Okay. Einmal, oder? Ja, einmal. Einmal? Okay. Die ganzen Ostersachen sind schon reduziert. Ja, ich zeig euch mal unseren Wagen. Petersilie für Kartoffelsalat mit Kindern. Paprika, Frühlingsrollen für Lukas, Cornflakes und für Selina. Und Zucchinis. Hast du Pommes mitgenommen? Ja, das ist das Geschenk runtergesetzt. Das zweite Wünsche. Jetzt sind wir bei McDonald's. So, Roy hat mal die Gefrierfach-Sachen schon mal reingemacht. Hier sind die Müller-Sachen. So sehen übrigens Luki seine Haare jetzt aus. Ja, wir haben keine Schere bekommen beim DM. So, wir haben es jetzt 2 oder 3 Stunden später, glaube ich. Oder 20. Wir haben es jetzt fast 3:30. Und wir haben wieder Hunger, weil der Burger war so klein. Nee, so viel Zucker drin, dass der Körper denkt, ich brauche wieder was zu essen. Ja. So, dann habe ich eine Hollandaise-Soße. Eine Zuschauerin hat nämlich gefragt, wie ich das zubereite, diese Spargel mit Soße. Also ganz einfach, genau. Also. Ja, wir nehmen die Fertigsoße, weil die uns am besten schmeckt von Hollandaise. Wir haben die einmal, haben wir die selber gemacht, aber da war die nicht so, gell? Die war der Burner. Nee, die war nicht. Oh. Ja, falls ihr ein Rezept habt, die richtig lecker schmeckt, könnt ihr es mir gerne schreiben. Ja, voll komisch, dass es bei dem alten Aldi was gibt. Welches Schmarre? Weiß oder grün? Die Schmiere, geil. Ja, die müssen wir schälen und die anderen nicht. Ach so. Wie du willst. Nicht. Mir ist egal. Ich kann auch weiß machen. Schäle ja, ich die. Du schälst ja, gell? Schäle, ja. Kein so. Problem. Boah, okay. Also die sehen richtig schön aus diesmal. Ja, die sind gut. Letztens hatten wir welche von Kaufland und die waren alle verschimmelt. Und dazu, was machen wir? Spaghetti? Spaghetti, oder? Guck mal. Ja. Wo hast du eigentlich meine Petrosilie? Hier. Ich habe ja Petersilie gekauft vorhin bei Aldi, weil ich möchte morgen einen selbstgemachten Kartoffelsalat machen. Und die Spülmaschine ist fertig jetzt. Wir haben jetzt den neuen Tab reingemacht, hoffentlich ist es sauber. Was ist los mit der? Wieder dreckig. Ja, wahrscheinlich. Die kaputt. Oder wieder verstopft. Mitsamt dem Dreck. Das kann ja nicht sein. Doch. Muss mal gucken, ob wieder die Teile verstopft sind. So, und der Roy macht gleich mal Nachtisch hier. Erdbeeren, leider habe ich Schlagsahne wieder vergessen, aber egal. Es ist sowieso nicht gesund, das mit Schlagsahne zu essen. Also. Ja, es schmeckt aber am besten. Mhm. Also es hat, ist doch alles sauber geworden, nur die am Rand, die Nutella-Messer waren dreckig. Nutella kriegt es leider nicht weg so richtig. So, der Roy macht wieder diese Düsen da sauber in der Spülmaschine. Und dann macht ihr auch besser sauber wieder. So, meine Spaghetti kochen schon. Und die Spargel habe ich jetzt klein geschnitten, die brate ich jetzt an, dann kommt ein bisschen Wasser rein. Die Soße,
Salz, Pfeffer und Brühe. Und das war's schon. Also kein Hexenwerk. Das schafft jeder. Ich versuche euch jetzt immer die Rezepte in die Instagram-Highlights reinzupacken, weil immer so viele Fragen nach den Rezepten. Ich mache zwar nichts Spektakuläres, aber für die, die dann immer gucken möchten, also in den Highlights bei Rezepte. Weil morgen möchte ich ja diesen Kartoffelsalat machen und da haben auch schon immer viele gefragt, wie ich die, die Soße mache. Was? Auf was? 60 Grad. Boah, hat gerade Bettwäsche reingemacht. Kannst du den neuen Kuschelweich reinmachen? Der riecht so schön. Was hast du reingemacht? Ja, das riecht auch schön. Der Roy hat mich auf eine richtig gute Idee gebracht. Und zwar haben wir noch diesen Milchaufschäumer. Und dann mache ich jetzt einfach Milch rein. Dann habe ich meinen Schaum für die Erdbeeren. Cool. Gute Idee. Kinder essen! Hallo, ich melde mich auch mal in diesem Vlog hier, weil ich wollte euch was zeigen, weil ich habe ein Geschenk bekommen von einer Freundin. Die hat es mir halt vor die Tür gestellt und das hat mich halt mega gefreut und ich wollte es euch halt einfach mal zeigen. Das war hier in dieser schönen Tüte hier und ich bedanke mich sehr herzlich, weil ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich weiß, dass du unsere Videos guckst und ja, da wollte ich mich nochmal hier bedanken. Erstmal so eine schöne Karte. Warte, oh, Akku. da steht da noch was drin, was ich aber jetzt nicht vorlese. Dann hier ein Cremebad mit Mandelblütenduft. Mega cool und sie kennt mich halt einfach richtig gut. Ich liebe ja Kokosnuss und das weiß sie und deshalb eine Kokosnuss-Traum-Nachtcreme so. Mega cool und riecht auch mega gut. Dann noch zwei Schokobons. Die haben Lukas und ich schon gegessen. Und hier so ein voll schönes Teelicht. Das ist mega schön. Mit einer Kerze natürlich drin und ich würde mal sagen, dass wir die anmachen und in den Flur stellen. Ich habe hier schon extra Feuerzeug mit hochgenommen. Ich habe vorhin total vergessen, euch die Wimpern noch zu zeigen. Ich habe mir endlich mal Magnetwimpern gegönnt von Müller. Für 9,99 und ich habe die auch schon ausprobiert. Ich habe zwar jetzt Wimperntusche dran, wie ihr seht, deswegen habe ich die am Roy anprobiert und die sehen richtig gut aus. Es ging richtig gut mit diesem Adapter hier. Voll cool. Ja, freue ich mich. Ich zeige sie euch dann bei Applikator, heißt es nicht Adapter. Bei Instagram zeige ich es euch mal, wie es dann aussieht. Cool. Fleißiger Mann hängt Wäsche auf. So, ich gehe mal wieder runter. Wieso liegen hier Gummibärchen auf der Treppe? Gummibärchen? Ja, es ist wieder Zeit fürs Abendbrot und ich hoffe, wir haben Toast. Mal gucken, ob wir Toast haben. Denn alle wünschen sich Toast, gefüllt mit Gurke, Tomate, Käse, Schinken. Das essen wir gerade abends total gerne. Was ist das? Keine Ahnung. Kleinen Toast haben wir. Mal gucken, ob wir noch so große Toasts haben. Nee, nur Vollkorn, okay. Dann gibt's halt kleines Toast. Das sieht jetzt schon auf. So, mal gucken, was wir dazu haben. Nehmen wir gleich mal Tzatziki-Soße, die mache ich immer mit rein. Ketchup. Dann nehme ich immer den hier. Und Schinken und Käse. Genau, lecker. Und dann schneide ich noch Tomaten und Gurke. Haben wir noch ein Stückchen? Stückchen Gurke haben wir noch. Und Tomaten auch. Gut. Perfekt. So sieht das aus. Kommt der Deckel drauf und fertig. Lecker. Da mein Akku schon
blinkt. Deswegen würde ich mich von diesem Vlog verabschieden und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann morgen im Video. Ich glaube, morgen kommt dann ein Foothaul online. Genau. Tschüss.